Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Ich heiße Kara. Der Ort, an dem alles anfing. Die Schmiede der Welt. Und alles enden wird. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Mein Name ist Marcus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Danke, Marcus. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern. Und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihm nicht länger gehorchen müsst. Finde Jericho! Ich weiß jemanden, der helfen kann. Trag den Anzug. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Sie sind keine Maschinen! Ich könnte euch hinbringen. Los! Jetzt alles! Ich heiße Kara. Mein Name ist Connor. Mein Name ist Marcus. Das ist unsere Geschichte. Und damit hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt hier auf dem Kanal. Wir spielen Detroit Become Human. Und zwar geht es in einer futuristischen oder möglichen Zukunft um die Geschichte eines Androiden. Es steht ja schon dort, Detroit Become Human. Wir befinden uns in der Stadt Detroit und wir sind in der Haut von Connor, einem Androiden. Wir arbeiten scheinbar für die Polizei. Phillips John, geboren 11.10.1999, Phillips Caroline und Phillips Emma. Zwergfadenfisch. Liegen lassen oder retten? Wir retten ihn. Sieh dich mit dem rechten Stick um. Das Ganze ist noch ein klein wenig Tutorial. Wir befinden uns scheinbar am Ort eines Verbrechens. Wir können uns frei bewegen. Bitte, bitte, retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, Mann. Das, wir müssen jetzt das gehen. Können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? So, und ihr seht schon, mit dem R2-Button können wir wichtige Hinweise entdecken. Diese gelben Punkte. Ziele und Interaktionen. Aktenbringer, ist mir scheißegal. Meine Männer sind auf der Stelle einsatzbereit. Fuck. Nicht zu fassen. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den CyberLife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Okay. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Ist sein Name bekannt?
Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Chance auf Erfolg 48%. Oh, das ist sehr gering. Rette die Geisel um jeden Preis und verstehe, was passiert ist. Eine MS-853 Black Hawk, 17 Kugeln, Kaliber .355. Da ist die Munition dazu. Wir rekonstruieren das Ganze. Okay, hier haben wir eine Art Zeitspanne. Wir sehen, was passiert ist. Hier fehlt uns ein Detail. Der Abweichler nahm die Waffe des Vaters. Jetzt nochmal vorwärts. Er hat also hochgegriffen auf den Schrank, sich den Koffer geschnappt und sich die Waffe genommen. Okay, Abweichler ist auch scheinbar, ja, Android hat ja der Chefermittler dort gesagt, kümmere dich um den scheiß Androiden. Gut. Okay, gibt's hier noch irgendwas Wichtiges? Wir wissen doch überhaupt noch nicht, worum es wirklich geht. Darum werden wir noch ein wenig uns umschauen. Ich suche das Zimmer der Geisel. Das war jetzt nur das Badezimmer, alles klar. Hier hätten wir noch was. Das sieht aus wie ein Kinderzimmer hier. Okay, der Android heißt also Daniel und es gibt keinen Grund, warum er die Kleine als Geisel nehmen sollte. Die beiden sind Freunde. Okay, das Kind hat keine Schüsse gehört. Wegen den zu lauten Kopfhörern. Da geht's weiter. Oh, hier haben wir jede Menge Hinweise. Hier können wir dem Rätsel bestimmt auf die Spur gehen. Zuerst hier am Kühlschrank. Wäre der erste Fall, dass ein Android einen Menschen tötet. CyberLife ist scheinbar die Firma, die diese Androiden herstellt. Oh, was gab's denn da Leckeres? Ist da Milch übergekocht oder Wasser kocht da über, ne?
Familie wollte gerade zu Abend essen. Oh. Oh fuck. Schusswunde mit der Waffe haben wir vorhin gesehen. Kaliber Punkt 355. Lungenblutung, innere Blutungen. Pneumothorax. John Phillips, gestorben. Wir rekonstruieren das Ganze. Vater hielt etwas in der Hand. Aber was? Konstruktion unvollständig. Wo ist das Teil, was da liegt? Okay, und damit können wir uns nochmal anschauen. Okay, da war der Schütze. Und das hielt in der Hand. 60% der Informationen schon gefunden. Die 67% Chance auf Erfolg. Der Android sollte ersetzt werden. Alter. DPD Officer War war erster vor Ort. War wollte ich schon sagen. Ich bin voll im Englisch drin, ne? DPD Officer War. Nee, er war erster vor Ort. Okay. Hat nur einen Schuss abgegeben. P.O. Deckard Anthony. Rechte Herzkammer perforiert, innere Blutungen. Aber trotz allem müsste ich mal kurz in die Optionen gehen. Audio ist nur, ja, ist natürlich nur im Hauptmenü. Gut, Leute, also wenn es jetzt noch nicht ganz so passt mit dem Audio, tut es mir wirklich leid, ne? Krieg mal hin, nächste Folge. So, wir rekonstruieren das Ganze. Und hier fehlt uns wieder ein Detail. Okay, das arme kleine Mädchen sah die Schießerei. Polizist verletzte den Abweichler. Er hat ihn also erwischt. Wow. Und da wäre die Waffe des Officers. Schauen wir uns doch mal an. Gut.
Androiden ist es strengstens untersagt, Waffen jeglicher Art zu tragen oder zu benutzen. Dann legen wir die zurück. Wenn uns das Ganze untersagt ist. Modell PL600 Seriennummer, Android verwundet. Er sollte also durch eine neuere Generation ersetzt werden. Hier haben wir den Schuh des Mädchens, nehme ich an. Kinderschuh, buntes Modell. Geisel könnte verletzt sein. Könnte verletzt heißt nicht, sie ist verletzt. Ich wollte schauen. Okay, da ist Daniel mit der Kleinen. Wow. Bleib weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Gewinne das Vertrauen des Abweichlers, okay. Ich werde dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht reden. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist zu spät! Okay. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Daniel, nein. Es ist vorbei, Daniel. Dein Verbrechen ist zu schwer. Die Frage ist, ob du noch ein unschuldiges Leben vernichtest. Du hast nichts zu sagen. Ich mache hier die Regeln. Wenn ich sterbe, stirbt sie auch. Verstanden? Okay. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Okay. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, passiert nichts. Ich will nicht sterben. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Mir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Okay. Ich vertraue dir. Okay.
hast gelogen, Connor. Du hast gelogen. Dies ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du die bisher eingeschlagenen Wege, die noch zu erkundenden Wege und die freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in den Extras ausgeben kannst. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden. Gut, Leute. Das war erstmal der Auftakt zum neuen Spiel Detroit Become Human hier auf dem Kanal. Diesmal ist es nicht so actionreich, wie ihr es eigentlich gewöhnt seid, denn diesmal spielen, wie ihr habt es gesehen, einen Androiden in der Stadt und in der Geschichte der Androiden. Das Zusammentreffen, das Zusammenleben, das Zusammenwirken zwischen Mensch und Androide und natürlich auch das gegenseitige Verhalten und die Meinungen gegeneinander oder übereinander. Man kann natürlich auch viel implizieren über das Spiel, man kann auch viele Parallelen ziehen zur Gegenwart, zu unserer heutigen Zeit. Dazu aber alles mehr im Spiel. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Einschalten. Und wie gesagt, Audio werde ich jetzt nochmal bearbeiten nachträglich. War dann doch schon ein bisschen laut die Musik, tut mir leid. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit einschaltet. Und ich sage mal, dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.